Grazie, onorevole Stadler. Frau Präsidentin, ich habe gegen diesen Verordnungsentwurf, den der Kollege Rucek mit seinem Bericht vorgelegt hat, gestimmt. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil hier Milliarden an die Türkei fließen werden. Ich halte es für unverantwortlich, die Türkei weiterhin als Beitrittswerberland zu betrachten und dann auch noch finanziell zu unterstützen. Ich bringe Ihnen nur ein Beispiel, wie das funktioniert. Nachdem ein neues Verhandlungskapitel mit der Türkei eröffnet wurde, hat der türkische Ministerpräsident Erdogan in der Woche darauf sofort erkennen lassen, dass er nicht bereit ist, die offene Problematik des türkisch besetzten Nordteils der Insel Zypern zu lösen. Ja, nicht einmal will er die Republik Zypern als Beitrittskandidat, als bereits beigetretenes Land der Europäischen Union anerkennen. Was wollen wir mit so einem Land? Wieso finanzieren wir so ein Land mit Milliardenkrediten, die übrigens die Zyprioten viel dringender brauchen könnten? Daher bin ich aus tiefer Überzeugung der Meinung, dass die Verhandlungen mit der Türkei abzubrechen sind und nicht weiter die Türkei zu finanzieren ist. Grazie, onorevole Maletić. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Podržala sam prijedlog uredbe o instrumentu za predpristupnu pomoć, osobito zbog novog pristupa u planiranju koji se uvodi za države korisnice. Republika Hrvatska ima veliko iskustvo u korištenju IPA-e i to je